It's black and white. Was geht ab, Leute, und willkommen zurück auf meinem Kanal. Und wir machen weiter mit der zweiten Folge von den Black Panthers, unserem eigenen Verein, der in der dritten Liga spielt. Und erstmal bedanke ich mich für die ganzen Aufrufe bei der letzten Folge. Bin ich sehr dankbar drüber. Und wenn euch das Video auch gefällt, dann lasst schon mal gerne ein Like da. Abonniert gerne diesen Kanal und aktiviert die Glocke, falls ihr nichts verpassen wollt. Und dann machen wir erstmal gleich weiter mit dem ersten Testspiel. Gegen OZBK verlieren wir jetzt leider. Ist jetzt aber nicht so schlimm. Ist halt nur das Vorbereitungsturnier. Da ist jetzt nicht so schlimm, wenn wir jetzt nicht gleich durchkommen. Aber mal gucken. Und ja, und dann mal gucken, was dann auch in der ganzen Transferphase abläuft. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Sind ja erst am 4. Juli. Und wir gucken mal, die ersten Spiele finden ja dann schon im August bzw. schon im Juli statt. Da müssen wir natürlich ein bisschen schneller sein mit den Verpflichtungen. Und ja, mal gucken, wer dann zu uns kommt. Darf nicht allzu teuer sein, aber 5 Millionen kann man schon den einen oder anderen Spieler verpflichten. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Im Vorbereitungsturnier scheiden wir leider ganz knapp aus. Mit einem Punkt Unterschied am Ende ist OZBK besser und dadurch sind wir leider raus, haben also nur ein bisschen was dazu bekommen, 330.000, das ist jetzt nicht so schlecht, also wir konnten uns auf jeden Fall ein bisschen verbessern von unserem bisschen mehr Transferbudget haben, wir haben jetzt ein bisschen mehr Transferbudget, so rum. Ja, und dann können wir jetzt mal gucken, was wir auf jeden Fall brauchen. Ist auf jeden Fall Minimum noch ein Innenverteidiger. Wahrscheinlich auch noch ein Achter. Oder vielleicht noch ein bisschen umformen müssen. Und halt noch einen Stürmer, weil nur Siegmund ist halt ein Tick zu wenig. Also mal gucken, wie wir da so umkommen. Und dann melde ich mich wieder, wenn es wieder was Neues gibt. So, wir haben einen neuen Innenverteidiger gebraucht auf jeden Fall. Und dann habe ich mir mal einen rausgesucht. Das heißt nämlich, Vitau ist im Moment noch bei Schachtja Donetsk, aber ich hoffe mal, dass jetzt die Gespräche mit dem Berater gut laufen. Wenn alles gut läuft, können wir ihn dann für 1,9 Millionen zu uns holen. Wir machen jetzt erstmal Rotationsspieler. Er will sogar Schlüsselspieler direkt haben. Kann ich akzeptieren. Ich glaube, er müsste sogar besser sein als unser im Moment Stammspieler da, dann gleich mal 5 Jahre, ist ja noch 21 Jahre jung, sehr gut, keine Frage, nur brauchen wir auch nicht. Oh, Gehalt schlägt da noch selber vor, Bonus entfernen wir mal ganz easy, da will er noch ein bisschen mehr haben, gut, ist gar kein Problem. Und dann sind wir uns einig mit der ganzen neuen Animation und der Brasilianer ist jetzt unser allererster Neuzugang beim Black Panthers. Wie gesagt, für 1,9 Millionen Wert ist sogar noch ein bisschen gestiegen. Also haben wir ihn unter Marktwert sogar noch holen können. Ja, und der Sekt jetzt natürlich folgt in der Innenverteidigung. Also natürlich nicht schlecht. Es gab auch schon ein paar Transferangebote, die kann ich jetzt mal kurz mal zeigen. Sind natürlich erstmal alle ins Leere gelaufen. Groß hier zum Beispiel, den will ich zum Beispiel nicht verkaufen.
Hier ist es ins Leere gelaufen, aber mal gucken, ob es da noch ein bisschen, ob es vielleicht da noch den einen oder anderen gibt, der dann zu uns kommt. Ja, also der erste Neuzugang ist eingetütet. Prinzipiell bräuchten wir auf jeden Fall noch einen Stürmer, damit wir da auf jeden Fall erstmal ein bisschen doppelt besetzt sind. Aber ich denke mal, Innenverteidigung war jetzt am wichtigsten, bevor wir ins erste Spiel starten. Das ist ja nicht mehr so weit hin, bis wir gegen Wiesbaden spielen. Ja, und dann gucken wir mal weiter. Trainingseinheiten im Übrigen mache ich im Moment, versuche ich alle auf A zu machen. Ich zeige das jetzt natürlich nicht, weil es relativ langweilig ist. Darum aber nur, dass ihr Bescheid wisst. So, jetzt nochmal. Hab vergessen, nämlich aufzunehmen. So, wir haben den ersten Abgang. Unser Torhüter Andrade geht weg, nämlich zu. Warte mal, genau. Altavun. Für 2 Jahre geht er da jetzt erstmal hin, um Spielpraxis zu ergattern. Und wir gehen in die erste Pressekonferenz. Gegen Wien Wiesbaden ist das erste Spiel. Das wird von den Panthers, hat die Fans enttäuscht. Wie sind sie? Das ist ein Spielspiel aus. Wir merken die Fehler bis zum Start aus. Nein, ich vertraue der Mannschaft. Das hört sich immer gut an. Nach unserem harten Training sind sie bestens vorbereitet. Ist das Team stark genug? Kann das Team einen Platz im Tabellenkeller verhindern? Ja, die Konstanz ist entscheidend. Wir müssen Konstanz reinbringen und dürfen keine dummen Fehler machen. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Und dann nach der Verpflichtung von Vitão, von Schachter, sehen die Fans einen ersten Einsatz herbei. Wie erwarten sie das Debüt? Gegen wen? So, er wird diesem Team auf jeden Fall helfen. Also es sind sozusagen fast dieselben Fragen wie die letzten Jahre auch. Ist jetzt nicht viel besonders dabei. Ja, wie in Wiesbaden ist natürlich klar, kein einfacher Gegner. Und das wird auf jeden Fall sehr interessant. Das könnte der nächste Coup für die Black Panthers sein. Wir sind in Vertragsverhandlungen mit Fernando, auch von Schachtar Donetsk. Und ja, die Hoffnungen sind natürlich groß. Es ist ein Stürmer. Bonus entfernen wir jetzt mal. Ja, er will viel Geld. Und ja, also wir verpflichten auch Fernando von Schachtar Donetsk. Er kommt für 3,2 Millionen, auch der unter Marktwert geholt. Also zwei Neuverpflichtungen von Schachtar. Und dann fliegt hier der Vogel erstmal raus. Nee, der Siegmund erstmal raus. Und ja, auch wenn Jäger 5 Sterne schwachen hat, erstmal raus. Fernando rein. Kühn ist ja auch noch da. Ja, und das sind auf jeden Fall zwei gute Neuzugangs, die auch gleich dann gegen Wen von Anfang an spielen werden. Ja, und dann haben wir auch gleich noch ein Ziel erreicht. Auch nicht schlecht. Nur jetzt haben wir erstmal nichts mehr da für irgendwelche Einkäufe, aber die zwei waren jetzt erstmal wichtig, dass wir da erstmal was haben. Wir müssen dann auf jeden Fall nochmal gucken nach dem Scout. Vielleicht dann, der hat einen Stern, das ist natürlich jetzt auch sehr mager. Mal gucken, vielleicht findet sich noch einer. Und wenn nicht, dann ist es erstmal so. Aber wir starten jetzt erstmal dann rein in die Partie gegen Wien Wiesbaden. Und natürlich spiele ich die auch selber, wenn wir schon in unserem Stadion spielen. Black Panther gegen den SV Wien Wiesbaden in der dritten Liga. Und dann auch schon mit einer schönen Choreo. Ist jetzt auch so, dass die angezeigten Spieler sind, also Spieler, die wirklich bei uns spielen. Und dann ein bisschen You Never Walk Alone noch im Hintergrund. So startet unsere Mannschaft rein in das erste Drittligaspiel.
ein 4-4-2. Mal gucken, was wir da auch rausholen können. Vor allem mit den beiden Neuzugängen, Fernando und Vitau. Mit dem Haus im Hintergrund. Einfach so ein legendäres Stadion, der Aloha Park, den wir hier schön umbenannt haben in Aloha Penta Arena. Wiesbaden spielt mit einer Dreierkette, aber vier na, Mittelfeld und ein Dreier stürmen. Das wird auf jeden Fall sehr schwierig. Ein 3-4-3 mit Boss im Tor. Und dann kann es reingehen in diese erste Drittligapartie. Wiesbaden von rechts nach links gegen die Black Panthers. Und Wiesbaden hat gleich die erste Chance und den holt unser Schlussmann ganz stark raus. Das ging viel zu einfach, aber das war eine ganz, ganz starke Tat von unserem Keeper, der hier das 1:0 erstmal verhindern kann. Gutes Zusammenspiel zwischen den beiden Stürmern und das ist 1:0 für die Black Panther. Fernando, unser Neuzugang, trifft im ersten Spiel direkt. Unser erste wirklich richtig gute Möglichkeit und schon führen wir. Klasse von Kühn, der den behauptet, und ein klasse Flachschuss dann von Fernando. Und dann steht es 1:0. Das ist natürlich ein Einstand für den Brasilianer. Tief durchatmen, aber noch nicht vorbei. Der ist geblockt durch Vitau zum Glück. Ich habe eigentlich gedacht, da passiert jetzt nichts Schlimmes, aber Wiesbaden holt sich immer wieder den zweiten Ball. Das ist ganz schwierig. Sie pressen uns da mega gut rein. Dann passieren uns auch immer wieder ständig Fehler. Das geht dann fast zu einfach und die nächste Chance. Und jetzt ist erstmal Halbzeit und wir können erstmal durchatmen. Also ein sehr, sehr glückliches 1:0 im Moment für uns. Aber damit kann ich eigentlich leben. Aber man sieht es ja schon bei den Expected Goals 0,5. Wir hatten gerade mal einen Schuss der Wahl drin. Ja, wir können uns auf jeden Fall bei den, bei unserem Keeper bedanken. Bei Schneider, der hinten wirklich komplett alles sauber hält. Und ja, einfach so in der zweiten Halbzeit weiterspielen von zumindest vorn. Ja, hinten müssen wir noch ein bisschen sicherer werden. Fernando, die Latte rettet jetzt für Wiesbaden. Immer geht's über Schneider, der viel mitbringt auf seiner rechten Seite, und dann, wenn es gefährlich wird, dann über den Brasilianer, dann über Fernando. Das könnte jetzt sein, das könnte jetzt sein. Oh mein Gott, Fernando. Gut durchgespielt, aber am Ende kein Tor von Fernando. Wir wechseln das erste Mal aus. Kühn geht, der ist Platz, und Jäger kommt. Der Routine soll vielleicht nochmal Lucky noch einen Punch setzen. So, jetzt sind wir das zweite Mal dran. Wir wechseln Kaiser raus und Schneider wäre raus. Und dafür kommen Vogel und Rathmann in die Partie. Einfach nochmal, um halt nochmal frische Kräfte über die Außen zu bringen, dass es dann halt vielleicht mal mit Konter halt über die Entscheidung sorgt. Und die nächste dicke Möglichkeit für Wiesbaden, aber wieder Schneider auf dem Posten. Wir sind schon in der 90. Minute, kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Wir haben den Ball und wir haben das Ding. 1:0 gegen Wien Wiesbaden im ersten Saisonspiel. Das sind wichtige drei Punkte.
und die behalten wir gerne bei uns zu Hause. Fernando, der entscheidende Mann. Obwohl wir ja schon ein bisschen sehr viel Glück haben, weil Schneider auch alles gehalten hat. Das sollte uns prinzipiell egal sein. Wir haben gewonnen und darauf kommt es am Ende an. Wie zufrieden sind Sie mit dem ersten Sieg als Panthers Coach? Die Jungs haben heute 100% gegeben. Da ist noch Luft nach oben, auf jeden Fall. Das Ergebnis ist zwar gut gewesen, aber da ist auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial. Vitor konnte als Black Panther Neuzugang im ersten Spiel nicht überzeugen. Ja gut, also klar, er hat kein Tor gemacht oder so. Wir bauen ihn mal ein bisschen auf, er kann noch ein bisschen mehr, aber ja, war jetzt auch nicht so schlechtes Spiel. Hat sie heute aber im heutigen Spiel überzeugt. Keine Frage zu Fernando. Sehr überraschend. Ich sag mal, er muss einfach weiterspielen, weil ich finde, unsere Innenverteidigung hat das gut gemacht. Klar, die Stürmer waren halt frei, aber man darf auch nicht vergessen, dass ein anderes Kaliber ist, Wiesbaden, als wir. Aber das sieht ja schon mal gut aus. 3 Punkte, ein sehr starker Erfolg. Nächstes Spiel ist dann gegen Magdeburg. Ja, da kaufen schon ein paar richtig ein. Also, wie gesagt, es war ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Ich habe gerade gemerkt, dass ich sehr wenige ZMs habe. Das ist mir aber auch erst jetzt aufgefallen. Dann kommt der Simon, auch wenn er jetzt nicht gerade der allerstärkste ist, einfach mal auf die Bank, einfach um da noch einen Abwehrspieler zu haben. Der einen Abwehrspieler zu haben, einen Mittelfeldspieler zu haben, den man da einwechseln kann. Ich glaube, das ist auch der ganz junge Spieler. Und ich meine, er hat 5 Sterne Schwachen. Das ist jetzt auf jeden Fall nicht so schlecht. Gut, Fernando, ja, der hat erstmal gleich mal gezeigt, was er kann. Da bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Und dann geht's mal weiter mit den ganzen. Ich weiß nicht, ist so ein C, aber das ist eine doofe Übung. Und dann geht's gegen Magdeburg rein. Aber das erst in der nächsten Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und dann geht's in der nächsten Episode so richtig los. Der Juli wird zu Ende gemacht und dann natürlich noch die ganzen Spiele gegen Dortmund 2, Türkgücü München, Würzburg und Viktoria Köln. Das Transferfenster schließt sich ja auch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich, wie gesagt, nochmal fürs Zusehen und ich bin raus und tschüss.